Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo zu Europa Universalis 4 mit der Grimoire. Und zwar, wie wir hier sehen, ich kann hier mal ranstanden, sind wir so ziemlich das größte Land, das es gibt auf der Welt. Seitdem im Krieg mit Schweden. Ach, verdammt, das habe ich nicht gesehen. Ich rufe nach Frieden, ich habe da gar keinen Krieg im Moment. Nee, und jedenfalls, wir sind ziemlich das größte Land, das es gibt. Und es gibt niemanden mehr wirklich, der uns noch groß schaden kann oder entgegen es setzen kann. Gucke Truppen in Mitte. Frankreich natürlich und Osman, okay. Aber Osman sind meine Verbündeten. Und da haben wir gesehen, die können wir auch besiegen. Und bis ich bei Frankreich bin, bin ich auch schon sehr viel stärker als die wieder. Ich könnte natürlich jetzt noch hier Skandinavien erobern und Litauen und China und Persien und alles holen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass das nicht sonderlich spaßig ist. Oh, guck mal, wir könnten jetzt sogar hier kolonisieren auf der Seite wahrscheinlich. Ah, nicht ganz. Aber wir könnten uns Australien holen. Dann hier drüben kolonisieren. Ist das hier? Cool ist das denn? Das sind zwei Inseln hier. Ich bin abgelenkt. Jedenfalls, klar, könnten noch viel rausholen aus dem Let's Play, aber die Frage ist, wollen wir das denn? Und ja, das frage ich euch nämlich. Wollt ihr das? Wollt ihr, dass ich weiterspiele? Oder soll ich ein neues Let's Play anfangen? Aber diesmal ein bisschen schwerer. Ich hab da schon was im Hinterkopf, was ich machen könnte. Naja, schreibt einfach eure Meinung unten in die Kommentare und ja, das wäre nett. Wir sehen uns auf jeden Fall dann, je nachdem, im nächsten Video. Bis dann, tschüss.